Was Süßes oder Saures für die kleinen Halloween-Fans? Das ist Party und Tanzen für die junge Generation in Schwechat. In der Fellmeyer Scheune wurde bei der alljährlichen Halloween-Party in gruseligen und weniger gruseligen Kostümen zu bester Partymusik gefeiert und abgetanzt. Die legendäre Halloween-Party in der Fellmeyer Scheune hat auch in diesem Jahr die Massen begeistert. Bereits zum 16. Mal in Folge fanden sich zahlreiche Party-People aus Schwechat und Umgebung zusammen, um eine unvergessliche Nacht zu erleben. Die Leute haben sehr viel Spaß, müssen nicht nach Wien fahren, haben direkt in ihrer Umgebung eine super Party und das gefällt den meisten sehr. Wir haben zwei DJs, die heute auflegen, eine Weinbar, eine Bierbar und eine Longdrinkbar und viel Unterhaltung, viel geile Musik, einen Kostümwettbewerb haben wir auch noch und ja, ganz vieles mehr. Ich freue mich immer als Jugendstadtrat auch, dass wirklich in Schwechat noch stattfindet, wo man als Schwechat da nicht lange hingehen muss, um auch zu feiern. Insofern ist die Halloween Party ein Muss für viele Junge, weil da können sie in Schwechat feiern. Also ich würde sagen, besonders ist, dass wir in Schwechat so eine große Veranstaltung machen können und dass man da viele junge Leute auch eine coole Party veranstalten können. Statt der kurzen Wege kommt hier auch wieder ins Spiel, einfach herzukommen, problemlos zu Fuß nach Hause zu kommen, ohne dass man sich irgendwo ein Taxi organisieren muss, einen Zug organisieren muss. Ich glaube, das macht es einfach aus und das ist wichtig. Und das ist auch schön, dass es das bei uns in Schwechat gibt. Die Kreativität der Besucher kannte keine Grenzen, wie die teils atemberaubenden Kostüme im Kostümwettbewerb bewiesen. Als was bist du Schönes verkleidet? Als Fliegenpilz, weil der ist ja giftig, das ist eigentlich auch gruselig. Aber alle sagen auch tot von Mario Kart, genau. Ja. Wenn ich jetzt die Frage stelle, warum seid ihr hier, was findet heute hier statt? Nette Leute kennenlernen. Ah ja, also ich kenne ja alle. Er ist der bekanntere Hase. Der Hase hat viele Hopser gemacht. Er ist das Haserl, was jeder kennt. Und Sie haben sich heute für welches Halloween-Kostüm entschieden? Ich bin nicht ganz privat schon da. Weder Kostüm noch ordentlich gekleidet, sage ich ganz offen und ehrlich. Bin unterwegs gewesen mit meinem Hund, habe gesagt, jetzt schaue ich doch noch einmal einen Sprung vorbei und bin jetzt auch da. Und insofern, ja, wie gesagt, ganz privat und aber trotzdem mit großer Leidenschaft und mit großer Freude da. Das war's, seid ihr verkleidet? Als Brautpaar. Ja, Skelett-Ehepaar. Ehepaar oder Brautpaar? Brautpaar oder Ehepaar? Ehepaar. Ist das nicht der Server? Was? Ist das nicht der Server? Brautpaar. Ja, Ehepaar. Also wird heute noch geheiratet, dass aus dem Brautpaar ein Ehepaar wird? Nein. Nein. Die Fehlmeier-Scheune platzte aus allen Nähten mit beinahe 400 Feierwütigen, die sich dort versammelt hatten, um eine Halloween-Nacht zu erleben, die ihresgleichen sucht. Das Besondere ist, dass es ein Fest ist von jungen Leuten, und zwar von jungen Schwächern für junge Schwächern. Und insofern, man hat kurze Anfahrt, viele sind hier zu Fuß da und eine Top-Stimmung, man kennt sich, man kennt hier viele in seinem Bereich, aus seiner Umgebung und kann hier eine super Zeit verbringen und darum geht's. Ich bin immer wieder begeistert, dass die JG eine derartige Veranstaltung auf die Beine stellt, die so einen tollen Zuspruch auch hat und insofern, ja, finde ich es einfach lässig und gehört halt einfach besucht. Der Aufwand selbst ist schon sehr hoch, also wir sind schon als Gruppe sehr beschäftigt in den letzten Wochen gewesen, auch heute sehr viel unterwegs. Aber es lohnt sich jedes Jahr und immer wieder, wenn man dann die ganzen Leute sieht, wie Spaß sie haben und wie viel sie sich diesen Abend genießen. Das ist immer sehr schön zum Anschauen, das ist alles auf jeden Fall wert. Wie lange geht denn die Party? Die Party geht meistens bis 3 Uhr, bis 2.30 Uhr, 3 Uhr. Und ja, dann geht es noch darum, dass man sich die Jacken abholt und gut nach Hause kommt.